So, Freunde, euer Simon hier. Genießt das herrliche Wetter. Der Frühling ist da, herrlich, herrlich. Super Wetter. Heute ein ganz spannendes Thema für mich. Ihr seht es an meinem T-Shirt. Heute geht es um Vorbilder, besonders auch um falsche Vorbilder bei unserem Sport. Nicht nur im Sport, ich werde gleich einen kleinen Bogen schlagen. Und vielleicht so mein Tipp zu den richtigen Vorbildern. Vielleicht kurz Tony Montana, Scarface. Wir wissen alle, es ist ein böser Mensch, ist ein Verbrecher. Trotzdem übt er eine gewisse Faszination aus. Er übt eine Faszination aus. Viele nehmen sich den tatsächlich auch als Vorbild. Auf mich hat er auch eine Faszination ausgeübt. Deswegen hatte ich auch das T-Shirt. Worauf will ich hinaus? Es gibt Menschen, die wir gut finden, die wir vielleicht als Vorbild nehmen, was wir aber nicht tun sollten. Und das ist ganz extrem bei unserem Sport so. Ihr wisst es, die ganzen großen Leute, ich will wirklich keine Namen nennen, aber so die wirklichen Profis, die Mr. Olympias der letzten Jahre. Wir wissen alle, dass das nicht natürlich ist. Wir wissen alle, dass da sehr, sehr viel nachgeholfen wurde mit unterschiedlichsten Mitteln. Wir werden da noch ein spezielles Video zu machen, was es da überhaupt so gibt. Glaubt mir, das sind nicht nur Steroide, das sind auch wirklich Wachstumshormone, das sind ganz, ganz schädliche Sachen. Wir wissen das, dass das nicht natürlich ist. Wir wissen, dass wir da niemals hinkommen. Denkt mal an die Zeit, als ihr angefangen habt zu trainieren. Da waren diese ganzen Riesenjungs nicht eure Vorbilder. Ihr kanntet sie noch nicht. Wer war so unser Vorbild? Weiß nicht, bei mir war es vielleicht so Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone. Wenn ihr euch die anschaut, da sind wir zum Teil dann auch drüber von der Muskularität. Und irgendwann trainiert man dann weiter und die Vorbilder verschieben sich einfach immer weiter nach oben. Wenn wir ehrlich sind, wir finden das faszinierend, wie hier auch mein Typ auf dem T-Shirt. Wir finden das faszinierend, aber sind wir mal ehrlich, wollen wir so aussehen? Habt ihr die Jungs mal in Anzügen gesehen oder habt ihr die Jungs mal in der Off-Season gesehen, wenn die wirklich riesig sind, wenn die 130, 140 Kilo wiegen? Das sieht schon sehr skurril aus. Ich glaube, jemand, der den Sport nicht macht und der sich damit nicht so auskennt, der findet das nicht gut. Das ist einfach nicht natürlich und das sieht man auch. Ich glaube, wir sollten uns die Jungs nicht als Vorbild nehmen. Mein Tipp an euch, worauf ich eigentlich so hinaus will, ist, schaut immer zurück. Wer war am Anfang euer Vorbild? Schaut auch, wo ihr angefangen habt. Viele fangen an, erreichen wirklich Fortschritte und sind trotzdem immer unzufriedener mit ihrem Körper. Da habe ich auch mal eine Diplomarbeit zugeschrieben. Das heißt, je weiter man kommt, desto unzufriedener wird man, weil die Ziele oder die Vorbilder noch höher werden und die Diskrepanz zwischen dem, wo man ist jetzt oder wo man jetzt ist und dem Ziel immer mehr auseinanderklafft. Deswegen schaut zurück, wer war euer Vorbild? Setzt euch wirklich richtige Vorbilder, setzt euch Vorbilder, die ihr erreichen könnt. Nehmt euch irgendwelche Jungs, wo ihr, Gott sei Dank gibt es so in der Natural Bodybuilding Szene wirklich gute Vorbilder, die das auch natural erreichen können. Ich will da auch nicht zu viele Namen nennen, aber glaubt einem Tim Gabel, einem Alon, einem Laza Angelov, glaubt den Jungs, das kann man noch erreichen, das ist noch möglich. Natürlich werdet ihr vielleicht nicht ganz dahin kommen, weil die auch eine super Genetik haben, weil die wirklich viel trainieren, weil die damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber setzt euch da so eure Ziele, setzt euch da so eure Vorbilder, das ist so mein Tipp. Schaut, wo ihr angefangen habt, schaut wirklich, was ihr erreicht habt schon. Bei meinem Programm ist es auch so, dass ihr wirklich euer Bild hochladet von eurem Start. Zeigt euch wirklich immer wieder, wo ihr herkommt, sonst verliert ihr einfach so den Überblick, sonst seht ihr einfach nicht, was für Fortschritte ihr gemacht habt. Behaltet immer euer Ziel vor Augen, welches ihr euch gesteckt habt. Setzt das nicht zu hoch, bleibt natürlich. Das ist so mein Fazit des Ganzen. Wie gesagt, faszinierend ist es. Anschauen tut man sich das gerne, besonders jetzt auch bald auf der FIBO wieder. Ich schaue es mir auch gerne an, aber wir sollten es nicht als unser Ziel nehmen. Bis dahin, abonniert den Channel und wir sehen uns.